meine lieben Freunde. Das heutige Thema von der Hypnose heißt: Wie befreie ich mich von meinen Ängsten? Mein Leitsatz ist hierzu: Ich will mich befreien. Man muss zunächst einmal klären, wie deine Symptome sind und wie sich die Angst bei dir zeigt. Vielleicht durch Atemnot oder Schwitzen auf der Stirn, auf Händen und Füßen? Zitterst du oder hast du starkes Herzklopfen? Ist dir schwindelig oder anderes? Hast du vielleicht auch andere körperliche Symptome? Ängste sind Neurosen und haben unterschiedliche Ursachen. Sie können vererbt sein oder durch negative Erlebnisse entstehen. Aber durch Überbelastung kann es auch in unterschiedlicher Form da sein. Durch lebensnahe Störungen können sie hervorgerufen werden. Ich will mich befreien. Unser Leitsatz heute. Auch Ängste müssen in unterschiedlichen Behandlungen einer Hypnose unterteilt werden. In Zukunftsängste durch übertriebene Sorgen oder auch anhaltende, florierende Ängste. Du brauchst absolute Klarheit darüber. Wann war meine erste Angststörung? Dann kann ich dich explizit behandeln. Zum Beispiel in einer tiefen Hypnose. Kann in einer relativ kurzen Zeit eine herausragende Besserung erzielt werden. Ich will mich befreien. Befreit sein von meinen Ängsten, um ein angenehmeres, besseres Leben haben zu können. Eine Hypnose bzw. Trance findet im Unterbewusstsein statt. Für wen ist eine Hypnose absolut ungeeignet? In erster Linie für Skeptiker und Zweifler, aber auch Menschen, die ein sehr starkes Kontrollbedürfnis haben. Es gibt mehrere Verfahren, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Das ist bei jedem Hypnotisanten anders und total unterschiedlich. Das Wichtigste ist, dass auf einer tiefen psychologischen Ebene wirksam und erfolgreich gearbeitet werden kann. Aber der Hypnotisant, also du musst es wollen. Ich bitte euch, dass ihr euch das nächste Video unbedingt anseht. Da werde ich euch zeigen, wie eine Hypnosesitzung verläuft. Also, bis zum nächsten Mal. Herzlichst, eure Deria.